Mit Einfädeln fängt es an, das neue Kunstwerk von Tom Kain. Jeder Handgriff sitzt auf seiner Punch 9, einer alten japanischen Strickmaschine. Mit ihr kann er seine ungewöhnlichen Entwürfe umsetzen. Outfits, die mit allen Konventionen brechen. Diese Maschine ist essentiell für meine Arbeit und für meine Gefühle und für alles, was mich betrifft. Wie ein Talisman fast schon. Ich glaube, es ist genau die Schnittstelle zwischen Mode und Kunst. Und die versuche ich immer wieder auszureizen. Und man kann dann wirklich in deinen Teilen rumlaufen? Rumlaufen kann man, aber die Frage ist, wie anstrengend das ist oder wie lange man da drin rumlaufen kann. Wie in diesem Kunstwerk. Es soll eine der 7 Todsünden verkörpern. Und die wiegt schwer. Sehr schwer. Es ist die Wollust. Gemacht aus alten Schläuchen und Kabeln. Das inspiriert von einem Wahn nach Schönheit, nach Perfektion. Es gibt ja auch Personen, die sich dann künstlich Sixpacks operieren lassen. Ich bin dafür leider zu klein, wahrscheinlich ein bisschen zu kräftig. Ich würde da leider nicht reinkommen. Und den kann niemand mal anprobieren. Er könnte es doch, oder? Dein Freund. Great, Jumbo. Jumbo ist Musiker, ein Künstlerfreund aus Kolumbien. Was? Wir müssen ihn halt hochheben. Also wenn der umfällt, der kann sich nicht bewegen. Passt es? Does it fit? Ja. Yeah. Really? Allein bewegen kann er sich darin nicht. You need to like be very stiff. Du musst dich ganz steif machen. 70 Kilo wiegt die Wollust. Come on, stronger. Du musst hier daneben, wir müssen den praktisch aufwuchten. Ne? Okay. Can you stand? Nee. Kannst du stehen? And how do you feel? Und wie fühlst du dich? Amazing. I like it. Großartig. I feel powerful. Ich fühle mich stark. I think I can stand. Ich glaube, ich kann stehen. Ich habe da echt immer Angst. Weil es halt auch gefährlich ist, wenn die Person nach vorne kippt. Ich fühlte mich besonders wie ein recycelter Superheld. Ja, aber das ist genau die Verführung, oder, der Wollust? Genau, also man sieht ja, was damit anrichten kann. Also dass es auch natürlich wirklich imposant ist, aber natürlich auch gefährlich. Also ist eine schwere Bürde, die man da trägt, auf jeden Fall, würde ich sagen. Wenn man sich selbst optimieren will. Ja. Sich selbst wertschätzen, wie man ist. Der Konsumgesellschaft, mit der auch die Ausbeutung von Mensch und Natur einhergeht, etwas entgegensetzen. Das ist ein Kern von Toms Arbeit und das lebt er auch privat. Ich kaufe mir eigentlich nie neue Sachen oder neue Wolle oder neue Materialien, sondern versuche immer irgendwoher gebrauchte Sachen zu bekommen. Die Brille ist aus eBay Kleinanzeigen, die hat ein sehr lieber Opa. Hochgestellt. Die hat auch wahnsinnig viel Dioptrien drin. Das Hemd ist auch gebraucht, sowie der Polunder. Und den habe ich selbst gemacht. Neben der Kunst arbeitet Tom als Erzieher. Das ist dem Konzeptkünstler mindestens genauso wichtig wie die Meisterklasse in der Münchner Akademie der Bildenden Künste, die er nach seinem Bachelor in Modedesign seit einem Semester besucht. Also seit meiner Kindheit war Kunst oder Mode einfach irgendwas, was mich ausleben lassen hat einfach. Und ich hatte ganz viele gute männliche Bezugspersonen, mein Opa und mein Vater, die einen wahnsinnigen Stellenwert für mich hatten. Und dann war das für mich irgendwie total wichtig, das, was ich geboten bekommen habe, auch anderen Personen möglich zu machen. Und es ist einfach eine wahnsinnig tolle Aufgabe und Erfüllung. Ein paar Stunden später zu Hause in Toms Küche. Kamran und Luca sind zu Besuch. Tom hat sie jahrelang betreut, in einer heilpädagogischen Wohngruppe für Kinder, die es schwer hatten, teilweise mit psychischen Problemen.
Kamran und Luca stehen jetzt auf eigenen Beinen, halten aber immer noch Kontakt mit Tom, denn sein Zugang zu den Jugendlichen ist sehr unkonventionell. Und mit dem Stricken, ist das wirklich deins? Das ist wirklich meins, aber ich verstehe nicht, was ich mache. Jetzt wirst du auch gleichmäßiger vom Muster. Ja. Ja, das sieht cool aus. Ist das dein erstes Stück? Ja. Das erste Mal, dass ich stricke. Krass. Dafür ist es schon gut. Ja, wenn man es drauf hat, dann hat man es drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, man verlernt es nicht. Wie Fahrradfahren. Ja, weil ich finde, es ist entspannend für die Seele. Man konzentriert sich und man regt vor allem das Gehirn auch an. Und man hat währenddessen auch viel Zeit, miteinander zu reden oder auch in sich selbst zu gehen. Und man lernt so den Gegenüber kennen. Auf eine andere Art und Weise gefühlt, habe ich das Gefühl auch. Es war dann so ein Meilenstein für mich, dass am Anfang sehr schwierig Kontakt war zwischen Pädagoginnen und Kamran. Und das war dann irgendwie so eine Schnittstelle, die uns beide wunderbar verbunden hat. Und wir stundenlang am Abend rumgesessen und gestrickt haben. Einfach am Reden gefühlt, wie wir jetzt gerade. Wenn man jetzt mit den Eltern Probleme hat oder familiär Probleme hat, wenn man keine Freunde hat, kann man halt mit niemandem reden, außer halt mit Betreuern. Und wenn man keinen Bezug zu den Betreuenden hat oder nicht zumindest mit einem Betreuer, dann ist man halt ziemlich alleine. Zum Beispiel Tom hat mich jetzt so ein bisschen in Kunst reingebracht, in Fashion. Er hat mich schon ein bisschen gerettet. Diesmal ist sie nicht so riesig. Jetzt halt einfach runter. Geh rüber, oder wie? Für mich ist das auch immer so ein Safe Space. Ungezwungen, alles willkommen und können sein, wie sie wollen. Und Luca, tapfer. Wirklich tapfer. Alles verwirrt hier, alles verknotet. Aber es sind nicht mehr so viele Fehler drin. Ja. Ja, du musst stolz auf uns sein. Bin ich, glaub mir. Also wenn ich das hier sehe und das hier mit dem ersten Versuch, dann kann man ja nichts anderes als stolz sein. Perfekt. Am nächsten Tag. Zurück im Klassenzimmer der Kunstakademie. Das neue Werk hat Gestalt angenommen. Ich saß jetzt noch bis in die Nacht um 3 dran. Und eigentlich wäre es doch schön, wenn es jetzt jemand anprobieren würde. Julia Wittmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Meisterklasse von Olaf Nicolai, erklärt sich spontan bereit. Sieht einerseits sehr normal aus, aber auf den zweiten Blick doch außergewöhnlich. Es wird jetzt nicht mehr aufs Dekolleté oder Taillenbereich oder Hüftbereich, sondern es ist hier in irgendwas, was nicht so bekannt ist fürs Auge. Wie fühlst du dich denn? Wohl. Also es betont auf alle Fälle andere Dinge wie vielleicht normalerweise, aber ich finde es eigentlich sehr gemütlich. Ja, es hat schon irgendwas. Löst sich alles auf. Warum nicht mal die Proportionen auf den Kopf stellen und eine neue Perspektive wagen?